ist es so, dass wir euch bitten, wenn ihr Fragen habt, ich meine, heute sind jetzt noch nicht so viele da, aber schreibt die Frage in den Chat, ich werde sie dann stellen. Und natürlich, wenn die Frage so ganz, ganz wirklich dringend ist, kann man natürlich sein Handy entmuten und einfach eine Frage stellen. Ich glaube, das werden wir heute auch in diesem Teilnehmerzahl schaffen. Trotzdem schreibt die Fragen trotzdem in den Chat, falls es gerade mittendrin ist, dass man sie danach dann noch stellen kann. Und Fragen sind natürlich erwünscht. Ja? Okay. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Teilnahmebestätigungen für diejenigen, die es nun noch nicht wissen. Schreibt euren Namen, Vorname und Nachname plus E-Mail-Adresse in den Chat, dann bekommt ihr auch eine Teilnahmebestätigung zugesandt. Das war's. Emina und Faras, danke, dass ihr da seid und ich übergebe jetzt nun das Wort an euch. Danke, danke für die Einladung, Johannes und Dagmar. Also mein Name ist Emina Scharic, arbeite als Projektleiterin im Projekt Heroes Steiermark. Es freut mich, dass viele da sind und ich bitte dann, also wir werden, also Faras und ich, wir werden einen kurzen Input über das Projekt geben, beziehungsweise gewisse Themen, die möglicherweise interessant sind. Und ich freue mich dann auf eure Fragen. Die Dagmar wird mir dann helfen, diese Fragen zu sammeln. Und also natürlich werden wir versuchen, auf alle Fragen einzugehen. Ich bin heute mit meinem Kollegen Faras Lalabadi. Faras, bitte, stell dich vor, Hallo, bitte. auch ein schönes Hallo von mir. Danke, dass wir da sein dürfen. Danke, dass das heute geklappt hat. Und kurz zu meiner Person. Ich bin Gruppenleiter beim Projekt Heroes, bin für die Workshops zuständig, bin für die Abhaltung der Gruppentreffen, also mit meinem Kollegen zuständig und alles Genauere und alles Weitere werden wir dann nachher einfach, glaube ich, im Gespräch wird sich da ergeben. Ja. Ja, danke, Faras. Ich fange dann an und stelle kurz also das Projekt vor, beziehungsweise erzähle ein bisschen von der Entstehungsgeschichte. Wie ist es dazu gekommen, dass das Projekt Heroes in der Steiermark sozusagen auf die Beine gestellt wird? Das Projekt Heroes, also die Entstehungsgeschichte, beginnt in Schweden, wo das Konzept oder die Idee entstanden ist, also mit jungen Männern aus eher kulturellen Milieus zu arbeiten. Damals haben wir von den Begriffen eher Kulturen noch geredet. Heute sprechen wir von eher kulturellen Milieus. Also später, falls jemanden interessiert, kann man darauf eingehen, was das wirklich ist. Ja. Das Projekt Heroes wurde zum ersten Mal aber wirklich in Berlin umgesetzt und hat sich dann in unterschiedliche, beziehungsweise halt in Deutschland überhaupt verbreitet. Und 2017 wurde das Projekt von der Caritas Steiermark und vom Verein für Männer- und Geschlechterthemen nach Graz geholt. Warum haben wir da jetzt mal, stellt sich die Frage, wieso brauchen wir in Graz oder in der Steiermark oder in Österreich so ein Projekt? Ja? Es ist zuerst einmal ganz wichtig, dass ja auch junge Männer in das Thema Geschlechterverhältnisse beziehungsweise auch Gewalt im Namen der Ehre, geschlechtsspezifische Gewaltformen, traditionsbedingte Gewaltformen auch sozusagen involviert werden. Ja? Dass sie sich mit diesen Themen ja auch beschäftigen, das ist das eine. Und das Zweite, die Idee ist sozusagen in der Frauenberatungsstelle Divan entstanden. Also es ist eine Frauenberatungsstelle für Frauen mit Migrationshintergrund, die sich mit dem Thema Gewalt im Namen der Ehre beschäftigt. Das heißt, wir sind spezialisiert, oder ich war auch in der Frauenberatungsstelle damals, wir haben uns auf dieses Thema Gewalt im Namen der Ehre spezialisiert und wir haben mit Frauen gearbeitet und Frauen auch beraten. Und dann hat sich herausgestellt, was machen wir aber mit Männern, die auch sozusagen Unterstützung brauchen. Und wir haben da keine passende Beratungsstelle für diese Männer gefunden, die natürlich ja auch von uns oder an uns herangegangen sind und von uns ja auch also Unterstützung verlangt haben sie auch. Natürlich, es ist auch ihr Recht gewesen.
Aus dem Grund haben wir uns also damals in der Frauenberatungsstelle Divan ein bisschen umgeschaut und sind auf dieses Projekt in Berlin gekommen, haben Experten, Expertinnen aus Berlin nach Graz geholt, haben uns einschulen lassen und haben dieses Projekt in der Kooperation mit dem Verein für Männer- und Geschlechterthemen gestartet. Das Projekt beschäftigt sich also präventiv, also das heißt, es geht hier um die Präventionsarbeit, präventiv mit jungen Männern aus eherkulturellen Milieus, die sich für ein gleichberechtigtes Zusammenleben der Geschlechter einsetzen. Also das ist das Ziel. Ist vielleicht idealistisch, aber dieses Ziel verfolgen wir und entwickeln uns in die Richtung. Also gleichberechtigtes Zusammenleben. Ein partnerschaftliches, und gleichberechtigtes und gewaltfreies Geschlechter- und Generationenverhältnis. Unsere Orientierung sind Menschen- und Frauenrechte. Es gibt ganz viele unterschiedliche Menschenrechte, Religionsrecht und so weiter, aber unsere Orientierung, also primäre Orientierung, sind Menschen- und Frauenrechte. Methoden, die wir einsetzen, ich sage jetzt mal nur kurz, sind theaterpädagogischer Natur, das heißt, wir arbeiten mit Rollenspielen, so diese jungen Männer, die mit denen wir arbeiten, die kommen zu uns, die werden eingeschult über unterschiedliche Themen, darüber wird der Pfarrer etwas später berichten. Und mittels der Peer-to-Peer-Methoden gehen dann die Heroes, die zertifiziert werden, an Schulen und Jugendorganisationen und arbeiten mit Gleichaltrigen über oder mit solchen Themen. Diese Peer-to-Peer-Arbeit ist sehr wichtig, weil es ist einfach ein anderes Verhältnis, wenn ich mit den Gleichaltrigen über gewisse Themen spreche. Ja, das ist auch auch Augenhöhe ist auch vorhanden, als wenn ich jetzt einmal als jemand, der aus der Projektleitung oder aus der Schule kommt und ja, also über diese Themen berichtet. Also wir glauben an diese Methode Peer-to-Peer glauben einfach mal, dass diese Methode manchmal auch Wunder wirken kann. Ja. So, viel von mir. Darf ich da noch kurz was hinzufügen? Das Projekt Heroes hat die Emina schon angesprochen, fußt auf Menschenrechte, Frauenrechte und vor allem aber auch auf die Kinderrechte und die Kinder- und Jugendrechte. Das sind so diese drei Standbeine, auf denen das Projekt fußt. Was die Emina schon angefangen hat zu erzählen, wie das Projekt aufgebaut ist und die Theaterpädagogik, die schon angesprochen worden ist, das ist für uns ein riesengroßes Tool, was total cool ist. Wir haben das Glück, auch einfach mit Theaterpädagogen und Theaterpädagoginnen wir hatten das Glück, mit ihnen arbeiten zu dürfen, uns gewisse Tools einfach auch anzueignen, wo wir halt einfach mit den Rollenspielen in den Workshops beziehungsweise in den Gruppeneinheiten, wo wir die Rollenspiele trainieren, in den Workshops einfach auch hingehen können und einfach kleine Sequenzen zeigen, die aus dem Leben der Menschen kommen, die mit denen wir arbeiten. Wir haben das Glück, da kommt die Emina nachher eher auch noch zurück darauf, einen Mädchenbeirat zu haben, und aus dem Mädchenbeirat bekommen wir viele Informationen, wie es quasi aussieht, tatsächlich in ihrem Leben, und können zu denen dann halt einfach noch Rollenspiele kreieren, Rollenspiele zeigen, die wir dann einfach in die Schulen bringen, um einfach nicht hinzugehen und sagen, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus und wie sieht es bei dir aus und wie sieht es bei dir aus, sondern mit solchen Rollenspielen einfach ein Bett zu schaffen, um Diskussionen anzuleiten und auch Diskussionen zu führen. Ja. Gut. Also ich kann ja auch nur kurz sagen, wie das Projekt aufgebaut ist, also wie arbeiten wir im Team. Es geht ja auch darum, dass es eine Kooperation ist. Ursprünglich natürlich gedacht, Frauenberatungsstelle Divan und Männerberatungsstelle, also
die ehemalige Männerberatungsstelle, heute heißt die Männerberatungsstelle, der Verein für Geschlechter, Männer- und Geschlechterthemen. Und es war so auch etwas Einmaliges, ja auch, glaube ich, jetzt traue ich mich zu sagen, in Österreich. Also diese Zusammenarbeit, Männer und Frauen jetzt arbeiten an Geschlechter, an den vorgegebenen Geschlechterverhältnissen. Und zwar also praktisch als eine Institution, als eine Kooperation. Und das ist auch eine wichtige Arbeit, eine ganz, ganz auch manchmal herausfordernde, schwierige Arbeit. Wie arbeiten wir zusammen? Also das Thema ist gleich, das Ziel ist gleich, ja, aber wir haben unterschiedliche Vorstellungen, Perspektiven, also auch männlich konnotierte, weiblich konnotierte Perspektiven, wie kommt das irgendwie zusammen und so weiter. Das ist eine Herausforderung, aber etwas Wunderbares, weil wir glauben, dass wir, beziehungsweise alle Geschlechter, am Gleichgewicht der Geschlechter arbeiten sollen. Ja. Und wir versuchen jetzt mal da eine Linie vorzugeben, also wie wir arbeiten. Das müssen nicht alle so arbeiten, aber wir möchten in diese Richtung gemeinsam gehen. Das war uns wichtig und in diesem Sinne also sind ja auch im Team, also beziehungsweise diese Verhältnisse sind auch im Team abgebildet. Also wir haben Steuerungsgruppe, in der Steuerungsgruppe sitzen die Vertreter, Vertreterinnen der Trägerschaften, also Caritas und Verein für Männer- und Geschlechterthemen und dann die Projektleitung, wo ich die Projektleitung mit Magister Michael Kurzmann teile und dann haben wir die Gruppenleiter, die dann auch Migrationsgeschichte haben sollen ja, um diese sage ich jetzt einmal, auch Gewaltstrukturen authentisch zu erleben. Das ist ganz wichtig, dass die auch als Vorbilder dienen, also auch im Projekt, ja, weil das bildet sich dann ja auch in diesen Heroes-Gruppen auch wieder ab. Ja. Ganz wichtig ist, dass wir die Heroes an uns binden. Es ist auch eine Herausforderung, Jugendliche an so sozusagen an so ein Projekt zu binden und sie auch bei uns zu behalten. Ich weiß nicht, also ich gehe davon aus, dass wir alle mit Jugendlichen arbeiten oder gearbeitet haben, dass das so eine konstante sozusagen Größe wird, ist jetzt einmal ein Idealfall. Und Herausforderung besteht darin, dass wir immer sozusagen auf die Heroes sozusagen zugreifen müssen, wenn wir Schulworkshops machen und Workshops in Jugendorganisationen. Ich sehe da jetzt mal eine Frage. Soll ich es dir vorlesen? Ja, vielleicht an alle, weil... Wie ist das Verhältnis bei den Heroes in Bezug auf Alter und Geschlecht? Wir arbeiten mit Burschen und jungen Männern in dem Projekt, also beziehungsweise Transgender haben wir auch und sind auch natürlich offen in diesem Sinne. Aber vorwiegend konzentrieren wir uns jetzt einmal auf die Rolle der Männlichkeit, ja, beziehungsweise in dem Bereich der eher kulturellen Milieus und wir arbeiten mit Burschen ab 15 bis 2021, wobei die letzten Erfahrungen zeigen, dass das in Bezug auf die Themen, in Bezug auf die Reife auch vielleicht besser wäre, müssen wir noch uns überlegen oder sind am Überlegen, mit jungen Männern zu arbeiten. Das heißt ja auch mit Studierenden, die in Graz sind, die uns ja auch aus ihren anderen Perspektiven und Fachgebieten unterstützen können. Also wir gehen jetzt einmal in die Richtung, aber die Adoleszenz ist ganz wichtig, gerade weil in der Adoleszenz einiges in Frage gestellt werden kann und wir auch diese Fragestellung unterstützen in dem Raum Heroes. Ja. Es war noch eine Frage, glaube ich. Nein. Okay. Also ich hoffe, dass ich die Frage beantworten konnte.
Vielleicht, weil du ja eh schon angefangen hast, ein bisschen über die Gruppe zu reden oder wie die Gruppe so aufgebaut ist im Verhältnis. Kurz zur Info, wir haben jetzt aktuell wir bilden gerade die dritte Gruppe an Jungs aus. Gruppe 1 und 2 haben wir schon zertifiziert. Zur dritten Gruppe aktuell haben wir 5 Jungs, die fix dabei sind und 7 Jungs, die mehr oder weniger als Aspiranten gelten, wo sie sich noch nicht ganz sicher sind, sind wir ein Projekt, was für die passt oder nicht. Und beziehungsweise, wo wir natürlich auch nicht wissen, ob die auch wirklich zu uns passen. Weil wir natürlich wissen, jede Gruppe ist unterschiedlich, jede Gruppe hat seine eigene Dynamik. Und wir versuchen auch natürlich die Gruppen rund um die Teilnehmer und Teilnehmerinnen einfach zu gestalten. Ja? Und wenn wir merken, okay, wir haben hier jetzt eine Person, die ist super interessiert, passt aber vielleicht passt die aktuelle Gruppe nicht für diese Person, dann können wir natürlich auf die nächste Gruppe verweisen, beziehungsweise schauen wir immer, dass wir die Personen so weit wie es geht in Gruppensettings unterbringen, die für sie am besten passen. Und ja, also das Alter hast du eh schon erzählt und genau. Entschuldige, Mina, ich habe dich unterbrochen, kann es sein? Entschuldige bitte. Ja, also du hast mich nicht unterbrochen. Also unterbrochen, ich könnte jetzt mal ein bisschen über die Inhalte sagen. Was bewegt uns eigentlich, von welchen Inhalten gehen wir eigentlich aus? Und das ist uns wichtig. Also Gewalt im Namen der Ehre, ich weiß nicht, ob der Begriff allen bekannt ist, aber wir beschäftigen uns, wie gesagt, mit unterschiedlichen Gewaltformen, die traditionell sind und geschlechtsspezifisch sind. Das heißt also, wir haben hier in Österreich häusliche Gewalt, wir haben psychische Gewalt, strukturelle Gewalt etc. Also, und wir haben diese Gewaltformen benannt und das ist ja wunderbar, weil wir haben auch Gesetze dagegen und wir können was tun. Also die Handlungsmöglichkeiten sind da, Handlungsfelder. Und es gibt ja ganz viele Communities, also die auch unterschiedliche Gewaltformen ausüben, also unterschiedliche kulturelle Milieus, die unterschiedliche Gewaltformen ja auch ausüben, aber auch nicht wissen, also oder diese Gewaltformen sind nicht als solche benannt worden. Beziehungsweise werden als Traditionen wahrgenommen. Also das ist unsere Kultur, das ist unsere Tradition und so weiter. Und versteht bitte mich nicht falsch, also weil viele machen das. Ich bin nicht gegen Traditionen oder gegen Kulturen oder was auch immer, sondern ich bin gegen Gewalt oder Nichtbenennung der Gewaltformen in unterschiedlichen kulturellen Milieus. Und ich versuche und wir versuchen ja auch in unserem Projekt ja auf diese Gewaltformen hinzuweisen, wo gibt es sie und welche Gewaltformen sind das? Und so arbeiten wir auch mit Jugendlichen, damit sie wissen, was Zwangsverheiratung ist. Weil solange das sozusagen eine Rechtfertigung für Tradition ist, können die Geschlechterverhältnisse auch nicht erarbeitet werden. Beziehungsweise wird es immer geben, Burschen sind so und Mädchen müssen eben Schamhaftigkeit zeigen, müssen bescheiden sein und so weiter. Das heißt also, diese Gewaltformen sind sehr geschlechtssegregierend und wir wollen darauf hinweisen. Und es gibt ganz unterschiedliche Gewaltformen und ich trenne zum Beispiel in meinen Arbeiten diese Begriffe Gewalt im Namen der Ehre und traditionsbedingte Gewaltformen. Traditionsbedingte Gewaltformen haben im Vordergrund das androzentristische Prinzip, das heißt das Männlichkeitsprinzip ist im Vordergrund, steht in erster Linie in diesen gesellschaftlichen, kollektivistisch geprägten kulturellen Milieus. Gewalt im Namen der Ehre hat im Vordergrund das Prinzip der Familienehre. Dann arbeiten alle Geschlechter daran, dass die Familienehre erhalten wird. Also egal jetzt, ob das männlich, weiblich, alle sind dann sozusagen, setzen sich für die Familienehre ein, damit sie gerettet wird, wieder
oder man muss sie ja wieder herstellen in diesem Air-Konzept. Und sehr oft sind Mädchen, Frauen, die dann bestraft werden. Wir wissen ja auch, die schärfste Form oder Maßnahme sind Ehrenmorde. Also das sind so Hintergründe dahin, also in unserer Arbeit. Zu den Gewaltformen kann man ganz klar, die schärfste Form, wie schon erwähnt, sind die Ehrenmorde, aber dass es halt schon viel, 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 viel früher anfängt mit Handys kontrollieren. Gib mir dein Handy. Mit wem schreibst du? Wer ist das? Warum schreibt er dich an? Warum schreibt er nicht jemand anderen an? Und da reicht es vollkommen, dass es teilweise einfach in einen Klassenchat, keine Ahnung, eine klassische 5B hat einen Klassenchat und da wird halt eine Frage reingestellt über die Mathehausaufgabe. Einfachstes Ding. Warum antwortest du? Ja, weil ich die Antwort weiß. Ja, aber dann fängt er ja an, mit dir zu schreiben. Und das funktioniert ja so nicht. Und wer ist das und was macht er? Steig aus der Gruppe aus. Jetzt. Mach das. Hör auf. Beende den Kontakt mit diesem Menschen. Jetzt. Vor mir. Und dann kommen natürlich so einfach, das fängt eben auf dem Level schon an. Bis das ganz rauf geht mit, das sind Gewaltformen, die sich wirklich bis ganz raufziehen mit. Und wenn wir davon Zwangsverheiratung, von Verstümmelungen reden, das ist alles schon auf extrem physischer Ebene. Aber dass das auf psychischer Ebene schon losgeht, das ist den aller wenigsten bewusst. Und das Krasse ist, dass es darüber auch keine wirklich großen Aufzeichnungen gibt, weil ich kenne wenige Leute oder ich kenne fast keine Leute, die zur Polizei gehen würden und sagen so, mein Bruder kontrolliert mein Handy. Was macht man da? Die Polizei sagt, okay, dann gib's ihm halt einfach nicht. Ja? Also dass da halt einfach wirklich Gewalt schon viel, 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 viel vorher passiert. Im absoluten Mikrokosmos. Und da reicht es vollkommen in einer Bruder-Schwester-Beziehung. Ne? Oder Mutter-Sohn, Mutter-Tochter, Vater-Sohn, Vater-Tochter, was auch immer. Vater-Sohn-Beziehung. Dass das in so einem Mikrokosmos schon losgeht und dass dann natürlich, dass da der Keim schon gesetzt ist, dass das dann immer größer und größer und größer wird. Darauf wird halt natürlich oft nicht geschaut, beziehungsweise das ist vielen Menschen auch einfach gar nicht klar. Und das macht den Boden einfach so fruchtbar für jegliche Art von Gewaltstrukturen. Und das war jetzt wirklich nur ein Beispiel von vielen, vielen, um es einfach zu verdeutlichen. Genau, das ist ganz wichtig, was der Fall ist. Also auch gesagt hat, diese Gewaltformen benennen wir als Verhaltenskleidervorschriften. Und die kann man ja auch natürlich aufzählen. Und das, was der Fall ist, also eben gerade das Handy kontrollieren oder am Tisch für Mädchen, bedeutet dann in vielen kulturellen Kreisen schweigen zu müssen, nicht ihre Gefühle sozusagen offen darzulegen. Oder beim Fortgehen, also müssen sie schon um 18 Uhr zu Hause sein oder bestimmte Kleiderstücke tragen, die angeblich Kultur und Tradition von uns verlangen und fordern, weil sonst verlieren wir in der Fremde als Migranten, Migrantinnen eben diese Identitätsanteile. Und somit wird also eben die männliche Gewalt, also oder männlich konnotierte Gewalt sozusagen ja auch gerechtfertigt. Und deswegen ist es auch wichtig, also mit Burschen zu arbeiten, um diese Gewaltformen, Gewaltstrukturen, also diese Ansätze rechtzeitig zu erkennen und eben
möglicherweise Strategien zu entwickeln, dagegen etwas auch zu tun. Ja. Und da sehen wir zum Beispiel, dass in der Benennung, also das Verhältnis zwischen Mann und Frau schon sehr stark unausgeglichen ist. Und da würde ich ja auch auf die Familienstrukturen dann hinweisen, weil diese Geschlechtertrennung und Segregation beginnt schon in den Köpfen der Eltern. Ja. Wie die Burschen sein sollen, wie die Mädchen sein sollen. Also hängt ja auch sehr viel von der Sozialisierung der Eltern, die möglicherweise in anderen kulturellen Milieus aufgewachsen sind. Und dann ist das ja oft, dass die zweite oder die dritte Generation eben in unterschiedliche Konflikte kommt, aufgrund unterschiedlichen Sozialisierungsformen. Also diese Herausforderung haben wir auch im Projekt. Ja. Und hier ist da ganz wichtig, mal anzumerken, dass diese Wunschvorstellungen, die sind geschlechtersegregierend, also auch, wie gesagt, in den Familien, auch bei den Eltern. Und die werden weitergegeben in der Erziehung. Also im Rahmen der Erziehung werden sie entweder diese Wunschvorstellungen, wie soll ein Bursche in meiner Kultur, meinem kulturellen Kreis sein und wie soll ein Mädchen sein, wie soll sich ein Mädchen anziehen und so weiter und so fort. Da muss ich nur sagen, dass Kinder als Projektionsfläche dann herangezogen werden und ein Kontext vorgeformter Werte und geschlechtsspezifischer Erwartungen werden sie hineingeboren. Und das ist das, womit wir dann in Schulen und auch gesellschaftspolitisch ja auch Schwierigkeiten haben. Also im Sinne, Burschen müssen stark sein oder Burschen schlagen sich halt untereinander oder sie müssen, also das wird schon im Vorfeld, also diese männliche Gewalt gerechtfertigt. Ich habe da eine Frage dazu, und zwar hat das jetzt rein mit Auslegung von der Kultur nur zu tun oder ist es auch was, wo was anderes im Hintergrund ist, sowas wie zum Beispiel im Gruppenzwang oder ich muss mich abgrenzen, noch klarer abgrenzen zu zum Beispiel einem liberalen Geschlechterverständnis wie im eigenen Land vielleicht, wo ich herkomme. Hat es damit noch was zu tun? Ist es wirklich nur diese individuelle Auslegung von Kultur? Manche legen es halt noch strenger aus, manche legen es vielleicht ein bisschen liberaler aus. Wie seht ihr das oder wie nehmt ihr das wahr? Also ich sehe das, also mittlerweile sehe ich das als unterschiedliche kulturelle Milieus durchaus Gruppierungen. Das heißt, es kann sich eine Gruppierung innerhalb, sage ich jetzt mal, der Mehrheitsgesellschaft formen und traditionelle Rollen einfach einhalten wollen. Ja. Und wenn da in dieser Gruppierung auch kollektivistische Elemente vorhanden sind, das heißt, das Individuum tritt in den Hintergrund. Ja? Es geht hier nicht um die individuelle Entwicklung, sondern um die Gruppenentwicklung. Ja? Das bedeutet, dann haben wir auch möglicherweise als Ziel oder als Rituale diese traditionellen, das habe ich jetzt mal bosnische oder türkische, kurdische und. Segregationsverhältnisse, ja, oder auch österreichische. Das kann durchaus sein, ja. Wichtig ist, dass wir dann eben diese kollektivistischen Elemente in unterschiedlichen Gruppierungen erkennen. Das kann, wie gesagt, auch ein Milieu innerhalb einer schwedischen Gesellschaft oder was auch immer sein. Wichtig ist, dass man das erkennen, ja. Und in diesen Gruppierungen ja durchaus auch Gewaltformen benennen, weil zur Benennung, zur Sprache kommen, bedeutet, ich habe sie auch im Raum und ich kann gewisse Gesetze ja auch entwickeln und ich kann Menschen schützen, die da, also Betroffene schützen. Ja. Und was ja noch dazu kommt, ist ja auch das, wie gesagt, da muss ja eigentlich von der Wertevorstellung her die eigene oder die Kultur, die Gesellschaft über der Familie stehen, damit die solche Handlungen dann machen. Ja, es ist ein heikles Feld. Ja. Falls es in den familiären Verhältnissen solche Gewaltformen gibt, dann erwarte ich vom Staat, ja, also auch oder von der Gesellschaft, Mehrheitsgesellschaft, ja,
da reinzuschauen. Das ist dann keine private Angelegenheit. Ja. Das ist Gewalt, die wir dann in der Gesellschaft, und deswegen brauchen wir die Mehrheitsgesellschaft, da mitzumachen, um das auch erkennen zu können. Weil für mich ist es schwierig, also ich habe Migrationshintergrund, was auch immer das jetzt einmal bedeutet, ja, und erkenne gewisse kollektivistische Elemente in meiner Kultur, innerhalb meiner Kultur. Ich bin nicht gegen Traditionen und schon gar nicht gegen meine Kultur, das ist ein Identitätsanteil von mir, ich bin darauf stolz, aber es gibt einiges, ja, die ich dann erkannt habe im Rahmen meines, also oder im Zuge meines, oder in meinem Leben, ja, aber auch in der Arbeit, die dann darauf hinweisen, also gewisse Elemente, die darauf hinweisen, dass ich innerhalb dieses Milieus, ja, diskriminiert werde. Sehr natürlich, von Anfang an in sämtlichen Gruppen, die wir haben, in jedem Workshop, es kommt immer sehr ähnliche Frage, Johannes, die du gestellt hast, wie ist denn das so in den Gruppen, warum passiert denn das so? Ja? Und das Spannende dabei ist, die Themen, über die wir sprechen, das sind keine Themen, die wenn die Jungs untereinander beieinander stehen, miteinander bequatschen. Also keiner, da wird jetzt, die stehen jetzt nicht zu 5, zu 6 beieinander und sagen, hast du schon mal über deine identitäre Struktur nachgedacht? Weißt du schon mal, hast du schon mal über das Wort Ehre an sich nachgedacht, was es bedeutet, wenn du mich als ehrenlos bezeichnest? Das passiert nicht. Und dementsprechend sind so Projekte, wie wir es zum Beispiel sind, die sich tatsächlich genau mit solchen Themen beschäftigen. Und wenn man sich jetzt eine Gruppe anschaut, das ist jede Gruppe, also egal wie, ob es jetzt eine Familie ist, ein Freundeskreis ist, ob es jetzt ein Clan ist, was auch immer, jede Gruppe hat so seine unausgesprochenen Regeln mehr oder weniger oder einfach Regeln, an die sich jede Person, die in diesem Circle quasi drinnen ist, zu halten hat. Und es geht, und uns geht es einfach darum, genau diese Punkte, genau diese Regeln zu erkennen, diese Regeln zu benennen, um zu schauen, okay, wo sind da Gewaltstrukturen? Wo sind da Strukturen drinnen, die unter Umständen, die tatsächlich schädlich sind für die Menschen? Wir sind aber niemand, der hergeht und sagt, das ist richtig und das ist falsch. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, was wir in den Workshops und was wir auch in den Gruppentreffen und so machen, ist, wir gehen nicht her und sagen, alles, was du bis jetzt gelernt hast, ist ein absoluter Blödsinn, weil das ist einfach, das ist Punkt 1 falsch, Punkt 2 unauthentisch und Punkt 3 ist es einfach gelogen. Und wenn man dann daher geht, was wir halt versuchen, ist gemeinsam an den Strukturen zu arbeiten, gemeinsam an den Themen zu arbeiten. Was kommen für Themen, wo gilt es hinzuschauen, wo gilt es Sachen zu besprechen und das dann natürlich auch in einem Gruppensetting dann auch zu halten. Aras, es gibt eine Frage, und zwar zu den Workshops an den NMSen. Ja. Welche Schulstufe, wie lange dauern solche Einheiten, Heroes oder Heldinnen? Ja. Macht eher Sinn, wenn man eine Klasse mit wenig Mädchen und viele Burschen hat? Das war die Evi, die würde das nämlich gerne nächstes Jahr den Lehrerinnen für den Herbst schmackhaft machen. Und wie viel kostet das Ganze? Danke, liebe Evi, danke für die Frage. Die Sache ist folgendes. Erstens, die Workshops sind kostenlos. Zweitens, die Workshops, also sowohl Heroes als auch Heldinnen, ich kann jetzt nur für die Heroes sprechen, dauern 3 Stunden. Die Workshops schauen so aus, dass von welcher Schulstufe, also ideal, sage ich jetzt einfach einmal, ist für uns 3., 4. aufwärts. Also für die NMS ist im Endeffekt dann eh nur die 3. und die 4. von Relevanz. Wir haben aber durchaus schon Workshops gemacht in einer ersten Klasse und auch in einer zweiten Klasse. Das gilt ganz individuell zu klären, aber für uns als Projekt und von der Altersgruppe ist es ideal 3., 4. aufwärts, wo wir natürlich auch einen gewissen, wo die gibt man natürlich auch, es geht ja vor allem auch um Aha-Effekte, ja. Und wenn du, und in einer,
in einer ersten Klasse NMS sind vielleicht noch andere Sachen Thema, weil die Kids halt einfach 9, 10 Jahre alt sind oder 11, als in einer dritten, vierten NMS, wo die Kids vielleicht 14, 15 sind. Ja? Und wenn ich jetzt von Kids rede, bitte, das ist in keinster Weise irgendwie abwertend zu verstehen, sondern ich finde das Wort einfach so nett. Und da hat man halt einfach einen gewissen Spielraum auch, sage ich jetzt einfach mal. Wie sie sich melden können, einfach am besten info@heroes-steiermark.at, einfach eine E-Mail hinschreiben. Das ist, glaube ich, das Leichteste. Dass die ersten zwei Schulwochen, wäre dann, also sozusagen so zweite, dritte Schulwoche, wäre dann noch was möglich oder seid ihr schon ausgebucht für den Herbst? Ausgebucht ist der falsche Begriff. Langweilig ist uns aber auch nicht. Also ich sage jetzt einfach einmal, am besten ist tatsächlich eine E-Mail hinschreiben mit Vorschlägen vor allem. Und wir können dann einfach schauen, ob sich die Tage für uns ausgehen oder nicht. Aber normalerweise sollte man das schon noch hinkriegen. Okay, danke. Bitte gerne, das ist, glaube ich, das Einfachste. info@heroes-steiermark.at. Ich hätte nur noch eine Information, und zwar, also weil es darum geht, ja auch natürlich, also Heroes und Heldinnen-Workshops. Also ich habe das Projekt Heldinnen jetzt nicht vorgestellt, vielleicht oder möglicherweise bekommen wir so eine Plattform von euch, auch das Projekt Heldinnen vorzustellen. Da geht es um Arbeit mit Mädchen, also Mädchen mit Migrationshintergrund, mit einem anderen Zugang, das heißt Stärkung der Mädchen, die dann auch ausgebildet werden und mit, also an Schulen als Peers arbeiten. Da ist ein anderer Zugang da. Und noch etwas, also wir arbeiten auch, Michael Kurzmann und ich bieten im Rahmen ja auch sozusagen eines Pilotprojekts, das nicht mehr Pilot ist, an der KPH, Katholischen Pädagogischen Hochschule, auch Lehrerinnen Fortbildungen zu diesem Thema, also reflexive Geschlechterpädagogik Kontext der erkulturellen Milieus und also reflexive Geschlechterpädagogik, also verkürzt. Und da werden ja auch diese Themen angeboten, beziehungsweise Handlungsmöglichkeiten ja auch, also wie man mit solchen Klassen ja auch arbeiten kann. Das heißt, ganz wichtig ist, dass sich Lehrer und Lehrerinnen damit auch auseinandersetzen. Ja. Also auf diese Workshops können auch gebucht werden von uns. War das, du hast vorher gesprochen von Themen, die kommen. Was sind das zum Beispiel für Themen? Das würde mich schon interessieren, so aus der Praxisform heraus. Danke für die Frage. Also wir haben einen recht großen Themenpool, sage ich jetzt einfach einmal. Aber unsere Hauptthemen, die wir besprechen, sind Ehre, Identität, teilweise was oft von was einfach gewünscht wird auch, sind Gewaltformen. Was oft gewünscht wird, sind einfach Strukturen. In welchen Strukturen bewege ich mich gerade? Was mache ich eigentlich gerade? Ganz aktuelles Beispiel. Deswegen bin ich im Auto gesessen, weil ich komme nämlich gerade von einem Workshop. Und da war heute zum Beispiel absolutes Top-Thema. Die Gruppe, die war einfach... Ich bin in die Klasse reingekommen und ich habe gemerkt, die Gruppe, die war total zerstreut. Da hat man einfach es war im Endeffekt das Arbeiten an sich nicht möglich am Anfang, weil da waren so viele Themen einfach da, die einfach gebrannt haben. Und von unserer Seite aus wäre total unprofessionell, auf diese Themen nicht einzugehen. Und da war heute zum Beispiel absolut wichtig, wie drücke ich meine Gefühle aus? Tatsächlich, wie kann ich meinem Gegenüber klar machen, was ich in dem Moment spüre, was ich in dem Moment fühle? Und also, es ist jetzt kein Thema von uns so per se, aber einfach einmal einen Raum zu bieten, wo Menschen mit jemandem reden, der sie tatsächlich ernst nimmt,
wo, nur als Fallbeispiel, ja, ist mir mal in einer Schulklasse passiert, wo ein Junge mit tschetschenischen Wurzeln zu mir hergekommen ist und gesagt hat, du Faras, ich brauche super lieber Kerl, ja, versteht's mir nicht falsch. Der ist zu mir hergekommen und hat gesagt, du Faras, ich tue mir so schwer, ich kann, egal mit wem ich anspreche, werde ich in dem Moment, wo ich sage, dass ich tschetschenische Wurzeln habe, steige ich bei -4 ein. Ich muss erst einmal Punkte gut machen, um auf 0 zu kommen, um dann erst noch Punkte gut zu machen, um überhaupt auf Augenhöhe zu sein. Ja? Und das ist einfach frustrierend. Und das ist einfach so. Und der war einfach in seiner Frustration so gekränkt. Der war so frustriert schon, dass er einfach keine Möglichkeit gesehen hat, mit wem er über solche Themen reden kann. Ja? Und für ihn war das einfach total erlösend, dass da einfach eine Person da war, die ihn einfach einmal auch ernst genommen hat. Wo jemand weiß, okay, das möglicherweise kennen wir Menschen, die solche Strukturen haben. Und ihn habe ich dann auch versucht, in die Gruppeneinheiten, die wir haben, die jeden Montag von 18 bis 20 Uhr stattfinden, zu integrieren. Die Gruppe hat dann für ihn nicht gepasst, okay, aber mit ihm bin ich trotzdem so auch in Kontakt, in der Einzelbetreuung. Ja? Und es geht einfach tatsächlich darum, wie kann ich Menschen in ihrem Tun, in ihrem Sein einfach stärken. Ganz, ganz wertfrei. Ganz wertfrei, ganz ohne irgendwelche, das ist richtig, das ist falsch, sondern einfach einmal einen Raum bieten, ihnen zuhören und sagen, so geht es mir gerade. Und das war heute tatsächlich in der Früh in dem Workshop ganz ein großes Thema. Und die Gruppe vom Alter her, die waren zwischen 17 und 21, diese Schulklasse. Und da war so eine Ohnmacht einfach da, so eine Sprachlosigkeit, so eine Ohnmacht. Wie drücke ich mich aus? Dass man wirklich fast 2 Stunden einfach nur darüber geredet haben, was möchte ich einfach sagen? Wie kann ich das sagen? Wo habe ich dieses Gefühl in mir, im Körper angesetzt? Wie kriege ich das rüber? Deswegen wir haben einen riesigen Themenpool, aber wenn andere Themen brennen und wir uns tatsächlich und wir als Gruppenleiter in dem Fall uns auch imstande fühlen, professionell zu diesen Themen zu arbeiten, arbeiten wir dazu. Einfach, weil es wichtig ist, die Gruppe zu halten, weil es wichtig ist, dass wenn die Gruppe nachher den Workshop verlässt, die Informationen bekommt, die sie wollten und wir auch unsere Informationen preisgeben können, die wir preisgeben wollen, weil dafür sind wir da. Und um einfach da einen Boden zu finden, um einfach eine Ebene zu finden, wo man gut kommunizieren kann miteinander, ist das natürlich, kann es auch über Umwege passieren. Und hin und wieder kommen wir in einen Workshop, machen einen Sitzkreis, fangen an zu arbeiten, gehen nach 3 Stunden aus dem Workshop raus. Wir haben mehr oder weniger unsere Themen durchgebracht, die Klasse hat die Themen aufgenommen, Q&A, alles wunderbar, passt. Oder, wie gesagt, ich habe schon ein paar Workshops hinter mir, sage ich jetzt einfach einmal. Und es war bis jetzt kein einziger Workshop gleich wie der andere. Und das macht die Sache einfach so schön und so ehrlich auch. Ja. War damit die Frage beantwortet? Unbedingt, unbedingt. Was? Gibt es noch Fragen vielleicht? Zurzeit sind keine Fragen, aber wenn ihr Fragen habt, bitte in den Chat schreiben oder es ist halt so eine kleine Gruppe. Ihr könnt auch gerne euer Mikrofon entmuten und einfach Frage stellen, wie ihr wollt. Also wenn ihr Fragen habt, in den Chat oder entmuten. Ja. Währenddessen kann ich vielleicht noch etwas sagen über unsere Arbeit mit dem Mädchenbeirat bzw. Fachbeirat. Das sind 2 Gremien, die auch im Projekt sind. Also Mädchenbeirat, das Gremium Mädchenbeirat
ist im Mädchenzentrum GEM angesiedelt. Da arbeiten wir auch mit Birgit Hofstaller zusammen. Also in Graz, glaube ich, ist jetzt mal ziemlich leicht. Also da hat man die Namen schon, alle Namen schon mal gehört. GEM ist ein Mädchenzentrum und Mädchenbeirat. Im Mädchenbeirat sitzen circa 12 Mädchen, manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem, ob sie Zeit haben, zu uns zu kommen. Und es gibt 3 bis 4 Sitzungen des Mädchenbeirats. Das sind Mädchen, die anonym bleiben, also aber auch an diesen Themen arbeiten. Was bedeutet Ehre? Welche Gewaltformen können sie sozusagen aus ihren Kreisen, welche Gewaltformen bringen sie sozusagen oder beschäftigen sie ganz stark auch in familiären Kreisen? Gibt es Mädchen, die vor diesen Gewaltformen betroffen sind? Also das wird alles in einem sozusagen gemütlichen Kreis besprochen und anonym. Und diese Anonymität ist ganz wichtig für Mädchen. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir dann an diese Themen kommen und ja auch wissen, wo gibt es diese Formen, Gewaltformen, in welchen Familien, in welchen Struktur, wie kommen sie sozusagen rüber? Gibt es in der Mehrheitsgesellschaft ja auch irgendwelche Maßnahmen gegen diese Gewaltformen und wie geht es diesen Mädchen, die sich damit beschäftigen müssen? Mit diesen Themen gehen wir dann sozusagen zu den Heroes, die dann Rollenspiele anhand dieser Themen machen. Und die Rollenspiele werden dann von den Heroes selber eingeübt. Das heißt, die Themen sind real und beziehen sich auf das Alltagsleben und auf die Gewaltformen, von denen ganz viele Mädchen betroffen sind. Es gibt noch eine Frage, und zwar die Sabrina fragt, welche Methoden wendet ihr neben gemeinsames Reflektieren an zum Abbau von Stereotypen? Also in Gruppen, also im Team oder in den Gruppen mit Mädchen, mit Burschen? Sabrina, ich weiß nicht, was du genau jetzt meinst, aber ich glaube, sehr für den Pfarrer, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher, Sabrina. In der Schulklasse, meint sie, also beim Pfarrer. Ja, dann werde ich diese Frage kurz beantworten. Danke, liebe Sabrina, für die Frage. Wir haben einen relativ großen Methodenpool. Und wenn ich jetzt anfange, irgendwie jede Methode irgendwie zu erzählen, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Was ich dir empfehlen könnte, ist, schreib uns eine E-Mail, wir kommen zu dir in die Schulklasse und halten einen Workshop und dann können wir dir ein paar Methoden zeigen. Ja, aber darf die Sabrina zum Beispiel beim Workshop dabei sein? Das ist für mich super Frage. Lehrpersonal in den Workshops, ja. Ja, ja, ja. Lehrpersonal, Schulsozialarbeit, ja, unbedingt. Warum? Weil wir gehen nach 3 Stunden raus. Wir gehen nach 3 Stunden raus und haben unter Umständen vielleicht Themen aufgemacht, die nicht nach 3 Stunden fertig bearbeitet sind. Ganz, ganz, ganz wichtig. Bitte anwesend sein, bitte zuhören, bitte mitarbeiten, mit in den Sitzkreis setzen, Teil des Workshops sein, warum, weil es ums Erleben geht. Weil wenn nachher Emotionen hochkommen, meistens passiert es erst 2, 3 Tage später. Für mich als Person, ich meine, das ist jetzt nur meine eigene Arbeitsweise, für mich ist die Nachbereitung von einem Workshop viel, 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 viel essentieller wie die Vorbereitung. Weil ich weiß, wenn ich in einen Workshop reingehe, weiß ich, dass ich Themen aufmache, dass ich gedanklich anstoße und dass das natürlich wahnsinnig emotional werden kann. Also ich habe schon ganz viele Workshops erlebt, wo Menschen in Tränen ausgebrochen sind. Ich habe ganz viele Workshops erlebt, wo wir einfach ehrliche Lachflashes hatten, weil Menschen einfach glücklich waren in dem Moment, ja. Und solche Emotionen auch zu sehen und solche Emotionen auch zu spüren zum Verständnis fürs Lehrpersonal, bitte, 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 bitte mit reinkommen, mit hinsetzen und uns aber auch als Ressource verwenden.
Im Nachhinein. Also, das heißt, man kann die danach wieder kontaktieren? Ja, sicher. Ja, sicher. Also, ich habe schon Workshops gehabt, wo ich 2 Tage später wieder in die Schule gefahren bin, um den Workshop nachzubesprechen. Ist zwar jetzt bis jetzt nicht ganz oft passiert, ich sage jetzt einfach einmal, vielleicht waren es 20 Mal oder so, wo ich ein, zwei Tage später hingefahren bin, wo mich entweder mit dem Lehrpersonal zusammengesetzt habe, wir an Lösungen gearbeitet haben. Oft passieren, ich persönlich mache es immer so, dass ich meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse jedes Mal nach dem Workshop auf die Tafel schreibe, dass die Schüler, Schülerinnen sich auch persönlich bei mir kontaktieren können, wenn sie noch Fragen haben. Ich sage aber auch immer dazu, dass ich in professioneller Funktion da bin. Und wenn es zu Offenlegungen kommt, wenn es zu irgendwas kommt, wo ich handeln muss, werde ich auch handeln. Und ich glaube, das gehört einfach zu einem professionellen Auftreten auch dazu. Und das hat bis jetzt sehr, sehr gut gefruchtet. Hallo, seht ihr mich noch? Mein Zoom ist gerade zusammengebrochen. Aber ihr seht mich, oder? Ich höre dich aber sehr gut und ich sehe dich auch super. Wunderbar, weil ich seh nämlich euch gar nicht mehr. Aber ich rede jetzt einfach gegen meinen Desktop. Solange... Warte, wo war ich? Genau, dass es halt einfach wahnsinnig wichtig ist, dass das halt einfach auch miterlebt wird, ja. Und dass man auch in gemeinsamer Kooperation mit dem Lehrpersonal, mit dem Lehrkörper vor Ort einfach auch Lösungen anbietet. Emina. Folge-Workshops sind bitte durchaus ganz, ganz wichtig. Buchen, es ist auch deswegen wichtig, weil wir einen Bereich aufmachen, den man nicht so leicht zumachen kann. Und das ist auch in unserem Sinne, Jugendliche, mit denen wir schon gearbeitet haben, nicht im Stich zu lassen und dann weiterzuziehen. Also auch an alle Lehrer, Lehrerinnen, Schulsozialarbeiterinnen, Folgeworkshops sind irrsinnig wichtig. Und unser Projekt steht ja natürlich zur Verfügung. Irgendwo war es eine Frage, ob wir gebucht sind. Wenn bitte möglich ist, gleich jetzt buchen, damit wir die Workshops also auch terminlich gut aufbauen. Wir wissen alle nicht, wie die Schulen dann wirklich im Herbst funktionieren, ob das jetzt also eine Sache jetzt zwischen, sage ich jetzt mal, Offline-Online-Arbeit sein wird, das wissen wir noch nicht. Wir können auch nicht viel sozusagen im Voraus planen, aber wir stehen in Graz allen Schulen zur Verfügung, beziehungsweise auch Jugendorganisationen. Und wenn es geht, bitte buchen schon jetzt, wie gesagt, damit auch die Gruppenleiter so sich darauf vorbereiten können. Darf ich da noch einen kurzen Satz dazu sagen? Auch wenn ihr jetzt schon bucht, ja, und vielleicht kommen die Workshops vor Ort nicht zustande. Wir haben Online-Workshops. Wir schaltet uns einfach via Zoom zu. Das ist für uns kein Problem. Wir sind da auch geschult in Richtung digitale Professionalisierung. Wir haben da auch dieses super Sicherheitszertifikat. Das haben wir alles bekommen für Zoom. Also auch wenn die Schule, und das tun sie leider gerade ein bisschen herumzicken, dass Zoom nicht funktionieren soll und dass man Zoom nicht nutzen soll. Wir benutzen es sehr gern und es funktioniert bei uns auch, außer heute. Aber das ist einfach nur kurz als wichtige Info auch für euch. Ich meine, wir können auch natürlich, wenn ihr einen Workshop haben wollt und uns die Plattform auch zur Verfügung stellt, können wir das natürlich auch auf anderen Plattformen machen. Aber wir bieten zu den Offline-Workshops natürlich auch Online-Workshops an. Also die Termine würden nicht verfallen. Genau. Ja, gut zu wissen. Die EFI hat schon den Lehrerinnen gemeldet und sie hofft auf einen gesunden Herbst und dass ihr dann euch connecten könnt. Gell? Super, EFI, danke. Dankeschön. Bitte gern. Gibt es noch Fragen?
Wir nähern uns dem Ende der Stunde und wenn ihr noch Fragen habt an die Emina und an den Pfarrers, dann bitte rein in den Chat oder entmutet euch und fragt direkt noch, wenn es brennende Fragen gibt, noch an die zwei. Gibt es was Vergleichbares in Kärnten? No. No. Nein. Es gibt kann man als Kärntner Online-Kurse bei euch buchen? Ja. Zum Beispiel. Geht. Ja. Ja. Vorhanden wäre es nicht, aber online würde es vielleicht gehen. Ne? Mittlerweile nicht mehr, aber ja. Sehr gut. Das Projekt Heroes gibt es in Salzburg und in der Steiermark. Und in Wien noch nicht. Und in anderen Bundesländern, also wir haben schon Anfragen, also ob wir da so solche, also das gleiche Projekt auf die Beine stellen können mit also vor Ort, zum Beispiel in Bregenz. In Bregenz hat es ja Interesse gegeben. Tirol und Niederösterreich bisher. Okay. Aber ich dann ist die Zeit gekommen. Ja, aber das bedeutet nicht, dass wir dann, also dass sich das nicht weiterentwickelt. Natürlich muss man schauen, also wie das jetzt mal, was auf uns zukommt. Ja, klar, also wir können auch nicht sagen, dass das jetzt mal Offline-Workshops super funktionieren werden. Die sind auf jeden Fall online. Wir stehen allen Bundesländern zur Verfügung und allen interessiert natürlich. Aber das würde ich jetzt auch wieder nicht vergleichen mit den Offline-Workshops nach wie vor. Also das ist auch wieder was ganz anderes. Es ist wirklich ganz was anderes, in den Schulklassen zu stehen. Und ich habe es heute erst wieder gemerkt, das war der erste Workshop nach. Und es war einfach wieder so schön, nicht gegen einen Bildschirm reden zu müssen, sondern tatsächlich ehrliche Resonanz zu bekommen, auch in full person und nicht nur bis quasi halb Bauch, mehr oder weniger. Das also glaube ich, dass es uns genauso so gegangen ist. Also ich glaube, jeder, der mit Jugendlichen arbeitet, Workshops macht und die jetzt dann wieder in real machen darf. Ja, das ist andere. Super geil. Ich habe mich so gefreut halt. Ja. Evi, hast du noch eine Frage? Na, okay. Gibt es noch Fragen an Emina und an den Pfarrers? Na, wir hoffen, wir werden euch einmal in real sehen. So schaut's aus. Wir wollen euch auch einmal in echt sehen. Vielleicht schaffst du es mit der Evi ja bald einmal im Herbst. Ja, ich hätte Bock. Genau. Ja, an mir scheint das nicht. Und ansonsten, ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, gibt es von eurer Seite noch was im Innerfahrers, was ihr noch unbedingt sagen wollt, bevor wir diese Stunde beenden? Das müssen wir noch gesagt haben, das ist wichtig. Vielen Dank. Also ich habe keine Fragen, keine Anmerkungen. Ich hoffe, dass es euch heute gefallen hat. Ich hoffe, dass wir interessant waren, also, und dass wir durchaus eben, also oder ihr mit uns an also diese Themen weiterbringt, auch an die Öffentlichkeit. Wichtig, dass die Gesellschaft dabei ist, also die Mehrheitsgesellschaft, und dass wir auch unterstützt werden in unserer Arbeit. Vielen, vielen Dank und einen schönen Nachmittag wünsche ich euch. Ja, dann bedanken wir uns auch. Also Dankeschön, dass ihr dabei wart und dass ihr das erklärt habt. Und ja, und auch allen Teilnehmern danke, dass ihr da wart. Wir wünschen euch jetzt einen wunderschönen Nachmittag. Genießt noch das Wetter, bis es regnet. Ja? Bis es regnet. Und wieder vorbei. Dankeschön, bei mir gewittert. Es fängt schon an zum Donnern. Also, ich wünsche euch was. Wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen, diejenigen, die Lust haben, um 10 bis 11 Uhr. Kommt die Michaela und das Show von Rosalila Pantherinnen zu uns. Da geht es um authentisch sein, be yourself.